Man die klar. So Leute, was geht ab? Mein Name ist Charlie und das ist ein neues Video. Wow. Und ihr seid im letzten Video ja richtig durchgedreht, ja? 140 Likes und über 70 Kommentare. Was war denn los bei euch? Ihr habt wirklich mal das gemacht, um was ich euch gebeten habe. Und es gibt Leute, die im Jahr 2015 in MW3 immer noch versuchen zu spawntrappen. In Team Deathmatch. Was ist denn los mit solchen Leuten? Okay. Auf jeden Fall bin ich gerade eben nach Hause gekommen und habe bemerkt, oh, ich habe gar kein Video für nächste Woche. Denn ich bin nächste Woche nämlich noch im Urlaub. Na gut, wenn ihr dieses Video hier seht, dann werde ich schon eigentlich wieder da sein, aber ich habe dann halt kein Video, was ich in der Zeit produzieren kann und damit da halt so ungefähr wieder in der Woche was kommt, so ein bisschen vorproduzieren. Ich denke mal, ihr wisst, was gemeint ist, ja? Also ich bin quasi schon wieder da, wenn ihr dieses Video seht, aber ich produziere es davor. Keine Ahnung, wie man das verstehen soll, aber ich hoffe mal, ihr checkt das. Fick deine Mutter, Junge, was willst du? Oh, Junge, wie kann man denn bitte so schlecht sein, Alter? Übrigens ist es gerade 2.39 Uhr, meine lieben Freunde. Und ja, ich nehme ein Video auf. Warum nicht? XX-Fruchtzwerg-9XX. Na, von allein habe ich natürlich eigentlich gar nicht bemerkt, dass ich wirklich ein Video machen muss, sondern eher lief das so ab. Was? Da ist ja gar kein Geld mehr drin. War das witzig oder war das witzig? Okay. Kommt nie wieder vor. Nein! Ich wünsche mir hier mal 120 Likes auf das Video. Bitte, bitte, bitte! Ne, Joke, also wenn ihr bewerten wollt, wäre das echt mal wieder cool. Huch! Halt die Schnauze, Fruchtzwerg! Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich liebe Effekt weiterhin, okay? Und ihr müsst es weiterhin kaufen. Aber wir hatten gerade nichts anderes da. Okay, der dauert das halt ein bisschen länger, bis er stirbt, gar kein Ding. Oh, come on! Nein! Sachen passieren, die glaubt man gar nicht. Und ja, wir wissen einfach alle, dass die YouTuber, sagen wir mal so, ab 1 Million Abonnenten einen Scheiß auf alle Kommentare geben, die so unter ihren Videos geschrieben werden und die sie sich eigentlich gar nicht durchlesen, ja? Und deswegen dachte ich mal, beantworte ich einfach mal die Kommentare unter den wunderschönen Videos von Bibis Beauty Palace. Ich liebe deine Videos, ich bin der größte Bibis Beauty Palace Fan. Nein, das bin ich doch schon. Muss nicht sein. Hast sie mal getroffen? Scheiß mal auf Fragezeichen, okay? Man weiß, dass es eine Frage ist, okay? Ja, ich habe sie mal getroffen. Oha, bin neidisch. Ich nicht. Ja, hoff nicht. Worauf war das bezogen? Was? Verbesserung Bibinator. Das heißt nicht Bibis Beauty Palace Fan? Was übrigens auch ein Wort ist, ne? Bibis Beauty Palace ist ein Wort. Das heißt Bibinator. Und ihr seid Charlie Nators, okay? Ich liebe die Videos über alles. Rosa, guckt euch mal das Profil wieder an. Ohne Scheiß. Was ist das? Violetta. Die kommt da einfach an mit Violetta. Ich hatte das mit der Milch ausprobiert und meine Haut war weich und geschmeidig. Damit ihr es verstanden habt, sie war geschmeidig, okay? War geschmeidig, geschmeidig, habt ihr gehört? Geschmeidig. War das? Geschmeidig. Habt ihr gehört, Victorias Hände waren geschmeidig. Geschmeidig, geschmeidig. Wie waren Victorias Hände? Geschmeidig, geschmeidig. Oh, hätte ich ihn bekommen, es wäre so geschmeidig. Wie kann man denn so eine hässliche M4 holen? Also ihr müsst wissen, sie hat da so irgendwas mit Beauty-Mythen oder so eine Scheiße gemacht. Wen man sich die Haare flechten, dann können die Haare besser was? Lasen. Du kämen. Walter! Und dann sagt noch einer, Bibis Beauty Palace Abonnenten seien dumm, ja? Denn wenn man seine Haare flechten, dann kann man sie viel besser durch... Ach, durchkämmen! Nicht sein Ernst. Ich weiß, das ist alles viel zu spät fürs Kommentar, aber sie liest die Kommentare eh nicht, also ist das eh nicht zu spät. Man muss einfach deine Videos loven. Mädchen, du musst Effekt loven. Das ist die einzige Liebe im Leben. Die Liebe zu Effekt Energy. Selina Herzog, also wir haben genug Milch. Was? Es freut mich, dass du genug Milch hast. Was?
Ja, ist ja schön. Kann man auch mal mitprallen, Junge. Wir haben den Porsche. Ja, wir haben einen neuen Maserati. Ja, und unser Haus ist ein Quadratkilometer groß, ja? Ja, wir haben genug Milch. Nicht jeder hat genug Milch zu Hause, ne? Muss man auch mal so bedenken, ne? Das freut mich, Selina, dass du genug Milch zu Hause hast. Ich glaube, das Kommentar ist darauf entstanden, weil Bibi da irgendwie in Milch oder sowas gebadet hat und dann, keine Ahnung, das hat ja ein bisschen was mit Milch zu tun, deswegen, aber es freut mich trotzdem, Selina Herzog, dass du genug Milch hast. Das, Milch geht immer. Milch geht echt immer. Also, natürlich wird man in Effekt baden. Ab 10.000 Abos bade ich in Effekt. Wo fliegt denn die A6 rum? Bist du behindert? Josef Ratz, Bibis Beauty Palace, ich mag dich eigentlich eh, aber das mit der Milch ist so eine Verschwendung. Ich meine, du bist alt genug, um zu wissen, dass dafür Kühe ihre Kinder verlieren und so, dass so viele Kinder täglich sterben und du hast so viele Body Lotion, da kannst du ja die benutzen. Du hättest auch einen anderen Lifehack nehmen können, einfach nur bescheuert. Ich war eigentlich ein Fan von dir, das ist echt so bescheuert von dir. Und dann geht der Beef los, ich liebe so Beef, ja, erst recht unter Bibis Beauty Palace Kommentaren. Bist du behindert? Du musst ja nicht die Milch bezahlen. Ist doch ihre Sache, ja? Halt deine scheiß Meinung bei dir, okay? Bei dir, ja? Nicht für dich, sondern bei dir. Aber die Kuh muss dafür leiden, dass so eine Baby es für nötig hält, in Milch zu baden. Boah, die wird gequält. Ich hasse es einfach. Creme de la Creme, diese... Oh, da habe ich irgendwie einen Ich habe da irgendwie falsch den Screenshot gemacht, deswegen sehe ich nicht alles. Sich in Milch zu baden, akzeptiert es. Absolut unnötig. Irgendwann wird sie eh alt und schrubbelig und verreckt. Oh, Alter. Ja, aber an sich, ja, hat er natürlich recht. Schon mal was von Meinungsfreiheit gehört? Wahrscheinlich nicht. Ja, schon. Aber du anscheinend nicht. Oh, da kam der Gegenfront direkt. Ich bin ja nicht die, die geschrieben hat. Behalt deine Scheißmeinung bei dir. Na und misch dich nicht ein. Wer denkst du, wer du bist? Bye. Mir wird das hier zu nie... was? Niveau. Echt so voll niveaulos. Hä, ja, natürlich schreibt man Niveau mit O. Das ist, warum denn nicht? Schreibt mal in die Kommentare. Hashtag Charlie ist niveaulos. Echt so richtiger Hurensohn. Ne? Also, wie es aussieht, bist du niveaulos. Leider weißt du nicht mal, wie man es richtig schreibt. Oh, da kommt direkt der Deutschlehrer. Du tust mir sehr leid. Unbedingt schlau bist du jetzt leider auch nicht. Die Kinder von den Kühen sterben nicht so schnell. Und außerdem, es ist auch Bibis Sache, ob sie jetzt in Milch badet oder nicht. Besonders, dass sich alle über diese Milchscheiße denn da aufregen, ne? Ich wette mal, in diese Schminke, die sie jedem kleinen Kind empfiehlt, wurden mehr Tiere für gequält als, für die Milch. Aber Kleopatra hat auch immer in Milch gebadet. Wieso darf Bibi das denn nicht? Ja, genau. Warum, wenn Kleopatra das durfte, warum darf Bibi das denn nicht? Kleopatra hatte auch Millionen kleine Sklaven, die für sie alles tun und Bibi hat das auch. Hitler hat auch 6 Millionen Juden getötet. Warum darf Bibi das denn nicht? Deine Logik merkst du, ne? Genau, du hast recht. Ich bin Veganerin. Was ist denn los mit denen? Was ist das denn? Was hat das denn mit dieser ganzen Diskussion zu tun? Genau, du hast recht. Bibi hat über 6 Millionen Juden getötet und badet in Milch. Deswegen bin ich Veganerin. Ey, das ist gerade der totale Mindfuck für mich. Genau, du hast recht. Ich bin Veganerin. Einfach so. Einfach so. Einfach so. Also wir haben genug Milch. Und dann sagt noch einer, Bibis Beauty Palace Abonnenten seien dumm, ja? Na, wie dem auch sei, ich hoffe mal, das ganze Video hat euch gefallen und... ja, wir haben genug Milch zu Hause, ja? Über eine Bewertung würde ich mich natürlich wie immer freuen und ihr wisst ja, ne? Und ja, das war's für mich. Stay tuned. Tschüssi.